Hallo Leute, heute habe ich mal wieder ein Neuheiten bei DM Video und zwar sind gerade sehr, sehr coole neue Limited Editions reingekommen, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Ich sage euch von Anfang an, ich habe einen Teil davon von DM zur Verfügung gestellt bekommen, bekomme aber kein Geld dafür. Ich muss sie euch auch nicht zeigen, ich mache das freiwillig. Das wollte ich nur vorab mal sagen. Wir legen jetzt am besten mal los, weil sonst geht das Video ziemlich lange. Ich fange an mit der Limited Edition von Evelyn. Und zwar ist das so eine Safari-Edition und die ganzen Pinsel und so, das ist alles in so richtig schönen Tiermotiven gestaltet. Also es gibt hier zum Beispiel einen angeschrägten Rougepinsel in so einem Zebra-Look. Dann gibt es einen Puderpinsel in so einem Leoparden-Look, was ich auch sehr cool finde. Das ist einfach mal so eine gewisse Abwechslung. Dann gibt es im Doppelpack ein Augenbrauen-Set und zwar ist das einmal so ein Bürstchen und eigentlich ist es ein angeschrägter Eyeliner-Pinsel, aber ich benutze sowas auch immer für pudrige Sachen oder auch für Cremesachen für meine Augenbrauen. Wie gesagt, im Doppelset. Dann gibt es super süße Feilen. Das ist ein Dreier-Set. Auch wieder in diesen drei Designs, die ich sehr, sehr cool finde. Ich weiß gar nicht, welches mir am besten gefällt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, welches von diesen Designs euch am besten gefällt. Und dann noch eine Puderquaste. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen eine Abwechslung zu dieser rosanen Quaste, die es sonst im Standardsortiment von Evelyn gibt. Und mein absoluter Liebling dieser LE ist dieses Make-up-Schwämmchen. Der hier ist jetzt trocken. Wie man sieht, habe ich den auch schon benutzt. Im feuchten Zustand ist der nochmal ein bisschen größer. Aber was ich an dem sehr cool finde, ist, dass man damit sehr, sehr gut verblenden kann. Und ich habe das Gefühl, der ist nochmal so ein bisschen feiner als das normale Evelyn-Schwämmchen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass der anders ist. Also, dass der eben noch ein bisschen feiner ist und es noch ein bisschen besser funktioniert und dass der nicht so viel Produkt frisst. Und den benutze ich in letzter Zeit jetzt sehr oft und den finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Also mein Favorite dieser Evelyn LE ist auf jeden Fall das Schwimmchen. Machen wir weiter mit der LE von P2. Die kam jetzt am 1.7. in die Läden, also gerade Anfang des Monats. Und zwar habe ich da auch einige Sachen hier liegen. Fangen wir mal mit einem Produkt an, mit dem ich so nicht so viel anfangen kann. Das ist diese Dive into Beauty Limited Edition übrigens. Und es ist dieser große Stick. An sich ultra cool. Also es ist eben so ein Stick, den man rausdrehen kann. Und der ist eigentlich für den Körper gedacht als Highlighter. Ich blende euch hier nochmal Swatches auf jeden Fall zu jedem Produkt ein. Aber es schimmert mir einfach zu arg und ich mache auch sicherlich kein Body Contouring und von dem her, ich weiß noch nicht so genau. Ich glaube, wenn man das so zu gewissen Anlässen kann das ganz cool aussehen, aber es ist halt schon echt sehr glitzerig. Ich kann mir das als Highlighter vorstellen, aber jetzt speziell für den Körper ist es nicht so mein Produkt. Dann gibt es so ein Stick hier auch noch in klein. Ich habe hier jetzt die Farbe 020 Peach Fantasie mit S-E-A, so wie sie. und das hier ist ein Rouge-Stick. Den finde ich wiederum sehr, sehr cool. Blende ich euch hier auch nochmal ein. Den kann man sehr schön verblenden und hat eine sehr cremige Textur, ist nicht zu stark pigmentiert. Und ich finde, dass man den eigentlich auch auf den Lippen tragen kann. Also ich habe mir den letztens mal drauf gemacht und fand den eigentlich auch ganz schön. Und von dem her finde ich das schon mal ein Produkt, das man sich im DM anschauen sollte. Dann geht es weiter mit einem Accessoire im Seestern-Look. An sich finde ich das total süß, aber ich bin leider überhaupt kein Gold-Fan, weil Gold einfach nicht zu meiner hellen Haut passt. Ich bin einfach so ein Silbertyp. Von dem her kann ich hiermit nicht so viel anfangen, obwohl ich das echt süß finde. Also wenn man Goldträger ist und wenn man gerne Armbänder anhat und ja, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall was. Die Preise von den ganzen Sachen verlinke ich euch übrigens alles unten in der Infobox. Also einfach mal die Box aufmachen und schauen, was so drin steht. Das hier ist das nächste Produkt. Das ist in der Farbe 010 Warm Sand und das ist ein Silky Smooth Kompaktpuder. Ist mir leider zu dunkel, aber macht ein sehr schönes Finish auf der Haut. Also es sieht
Es macht nicht so komplett matt, aber es macht so einen frischen, schönen Teint. Also wenn es von der Farbe passt, auf jeden Fall mal angucken. Ich bin leider zu hell, mal wieder. ja, die ganzen Produkte, mit denen ich jetzt nichts anfangen kann, die werde ich wahrscheinlich verschenken. Ja, machen wir weiter mit einem Augenbrauengel. Ich bin ein totaler Augenbrauengel-Fan. Ja, deswegen freue ich mich, dass das hier drin ist. Ich meine, sowas gibt es auch im Standardsortiment. Ich habe das hier jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich gerade noch mein anderes habe. Aber ja, ist halt ein Augenbrauengel, ne? Aber finde ich cool, dass sie sowas auch mal in eine LE reinnehmen. Dann gibt es noch zwei Nagellacke, die wunderschön schimmern, also beide. Das hier ist die Farbe 040 Emerald Sea und das hier ist die Farbe 020 Lilac Jellyfish. Und ich finde, das hat beides so ein bisschen eine Farbe vom Regenbogenfisch. Die werde ich auf jeden Fall im Sommer jetzt mal drauf machen. Ich muss mir eh neuen Nagellack drauf machen, aber da zeige ich euch gleich noch eine andere LE. Da werde ich mir nämlich den nächsten Nagellack drauf machen. Aber die zwei finde ich auf jeden Fall auch sehr schön für den Sommer. Dann gibt es in der LE noch zwei Lippenstifte. Ich habe hier einmal die Farbe 020 Pink Summer Dream. Das ist halt wirklich so ein richtig schönes Pink. Das ist mal so eine Farbe zum Weggehen abends im Sommer, die man sich dann mal schnell drauf macht und dann ist das Make-up fertig. Oder die Farbe, die ich gerade übrigens auch drauf habe, die finde ich persönlich mega schön. Habe ich jetzt auch so noch nicht im Standardsortiment gesehen, von der Farbnuance her. Und zwar ist das die Farbe 010 Rose Seashell. Also die finde ich so schön. Dann war es das mit dieser LE. Und wie bekanntlich kommt das Beste zum Schluss. Die steht hier oben. Die nehme ich mir jetzt mal und zeige die euch. Und zwar rede ich von der neuen Trended Up Limited Edition. Die ist auch seit dem 1.7. im DM erhältlich. Und ich zeige euch erstmal die Nagellacke, weil ich habe schon auf Snapchat einen gezeigt und bin voll ausgeflippt, weil der so schön ist. Auf Snapchat heiße ich übrigens Lenas Lifestyle, wenn ihr mich da mal adden wollt. Und zwar ist das dieser hier. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber der ist so geil und wie man sieht, stehe ich ja aktuell so ein bisschen auf Glitzernägel und wie man sieht, muss ich die auch wieder neu machen, deswegen werde ich morgen meine Nägel neu machen und zwar mit dem hier. der sieht so cool aus. Das ist die Farbe 020. Die Limited Edition von Trended Up heißt Nomadic Elegance. Also die müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, weil die ist bombastisch. Also ich zeige euch jetzt noch ein paar Produkte, die sind echt geil. Alle, wirklich alle. Also diesen werde ich mir auf jeden Fall morgen drauf machen. Und das hier sind die zwei anderen noch, die finde ich auch sehr schön. Vor allem der hier, also das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt meine Farbe, aber ich glaube, der kann auch sehr, sehr cool aussehen. Aber der gefällt mir auch noch sehr, sehr gut. Der schimmert auch so leicht. Also der schimmert auch leicht, aber der hat so ein leichtes Gold-Finish und sieht sehr, sehr schön aus. Das hier ist die Farbe 010. Und das hier ist die Farbe 030. Nächstes Produkt, auch aus dieser Limited Edition. Und zwar ist das die Farbe 010 und das ist ein Highlighter. Der highlightet nicht so ultra krass, aber der hat so ein schönes, helles Finish vom Highlight her. Also ist es noch sehr natürlich, aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Es hat keine groben Glitzerpartikel drin, was ich super finde, weil dieses grobe Glitzer im Gesicht mag ich gar nicht. Sondern es ist wirklich so ein leichter Schimmer, den man sich so auf die Wangenknochen macht. Und von dem Produkt bin ich absolut begeistert. Das wollte ich unbedingt haben und jetzt habe ich es. Nächstes Produkt, was ich auch wieder gerade im Gesicht habe, ist dieses kleine unscheinbare Fläschchen. Und das ist so gut. Ich hatte sowas schon von Essence, ich habe sowas auch von NYX. Und ich fand das hier trotzdem bis jetzt am besten. Auch verglichen mit NYX, muss ich sagen. Und zwar ist das eine Eyebrow-Pomade. Das ist dieses kleine Döschen hier. Und hier oben ist direkt ein Pinsel mit dran, den man dann auch hier wieder reinstecken kann. Und das ist super gut. Das Pinselchen ist auch toll zum Auftragen. Die Farbe ist mir, glaube ich, minimal zu dunkel, aber das hier ist auch die Farbe 02. Ich glaube oder hoffe, dass es das auch noch in der Farbe 01 gibt. Aber das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Damit lässt sich auf jeden Fall super arbeiten. Schaut euch das unbedingt mal an, wenn ihr gerne eure Augenbrauen macht. Und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten drei Produkten. Und zwar sind das Lippenstifte.
Ich glaube, ich habe schon öfter gesagt, dass ich die Lippenstifte von Trend It Up sehr gut finde, gut pigmentiert. Ich finde, die halten super. Die haben auch sehr schöne matte Lippenstifte. Also da bin ich generell immer dabei, wenn es neue Farben gibt. Und hier haben die eben drei neue in der LE. Das eine ist die Farbe 020 und das ist für mich das perfekte Nude. Man sieht kaum, dass ich Lippenstift drauf habe, aber meine Lippen sind trotzdem so ein bisschen ans Gesicht angepasst und es sieht bei mir einfach nicht so blöd aus, weil mit der hellen Haut ist es manchmal schwierig, einen schönen Nude-Ton zu finden. Und den hier habe ich schon ausprobiert, der, finde ich, passt eigentlich ganz gut. Dann gibt es ein wunderschönes dunkles Rot. Ich bin ein absoluter Fan von Dunkelrot, wenn man abends weggeht oder wenn man was Besonderes auf den Lippen haben möchte, wenn man auffallen will. Das ist die Farbe 030. Und dann gibt es noch ein wunderschönes Pink, also so ein dunkles Pink. Das ist die Farbe 050 und den finde ich auch mega schön. Ihr seht es hier im Swatch. Aber ich finde, die haben sich echt wieder Mühe gegeben und ich finde, die Sachen sind echt schön geworden. Und nochmal ganz großes Dankeschön an DM, dass ich hier Sachen zugeschickt bekommen habe. Falls ihr auch Blogger seid oder mit YouTube angefangen habt oder so, kann man sich da auch online registrieren und dann kriegt man auch manchmal Sachen zugeschickt. Also das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich bei DM arbeite. Ich weiß gar nicht genau, ob die das in diesem Rahmen überhaupt wissen. Falls euch das interessiert, dann verlinke ich euch die Seite auf jeden Fall nochmal hier unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch da auch mal anmelden. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ihr dieses Format mögt und wenn ihr öfter Videos haben wollt, wo ich über Neuheiten spreche, die jetzt gerade beim DM reingekommen sind, also zum Beispiel Limited Editions oder generell Produkte, die neu im Sortiment sind, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich bin da ja meistens auf dem neuesten Stand. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Für mehr von mir, abonniert mich. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!